Hallo Leute, ich wollte mich jetzt auch mal wieder melden seit einiger Zeit. Hat auch einen bestimmten oder einen treffenden Anlass, weil die Eaglebox ist bei mir eingetroffen. Ich will eigentlich auch gar nicht so lange daherreden, weil wir sind momentan ziemlich heftig im Renovierungsstress. Und erstmal dem Alex auf jeden Fall danken für die Aktion, weil... Na gut, macht heutzutage auch nicht mehr jeder, sich die ganze Arbeit und den Stress ans Bein zu binden. Zum Zweiten bin ich doch überrascht, als das Paket bei mir ankam, weil es ist doch, das ist schon ein ganz schöner Haufen, der da zusammengekommen ist. Und ja, also Hut ab für die ganze Aktion und ich fange einfach mal mit den Sachen an, die jetzt so quasi den Austausch dort gefunden haben. Da ist zum einen erstmal die Sachen, die ich rausgenommen habe. Das ist der Nightcap von Dunhill. So komisch wie es auch klingen mag, den Early Morning Pipe von Dunhill rauche ich sehr gerne und habe ihn auch jahrelang sehr gerne geraucht. Den Nightcap von Dunhill kenne ich noch gar nicht. Wie gesagt, ich habe es glaube ich an anderer Stelle schon mal erwähnt, die Dunhill-Tabake sind an mir mehr oder weniger in den ganzen Jahren immer so ein bisschen vorbeigelaufen. Also, den habe ich mir rausgenommen. Dose ist schon offen. ja, riecht gut. Dann ein weiterer Dunhill, den ich mir rausgenommen habe, ist der The Aperitif. Den kenne ich auch so noch nicht. Auch eine Virginia, goldene Virginia-Tabake mit einem großzügigen Anteil an Latakia. Also dürfte auch was für mich sein. Auch meins. Und den Condor. Der Lutheraner, glaube ich, hat ihn reingepackt. Den habe ich auch gerade aktuell in der Pfeife drinne. Ich konnte mal so mit dieser ganzen Definition von Seifigkeit nicht allzu viel anfangen, weil entweder bin ich da in der Hinsicht Geschmackslegastheniker, aber jetzt weiß ich, was Seifigkeit ist und ich muss ganz ehrlich gestehen, es gefällt mir richtig gut. Also super. Meiner. Gut, das sind also nicht allzu viele Sachen, die ich mir da rausgenommen habe. Es sind extrem viele Proben drin, viele von den Tabaken kenne ich schon. Bei den ganzen Hausmarken ist mir jetzt ehrlich gesagt auch zu müßig, mich da überall durchzutesten, weil zum einen ich wahrscheinlich in absehbarer Zeit an diese Hausmarken dann auch nicht rankomme und ja, ich mag es nicht oder ich kann es persönlich nicht richtig leiden, mir einen Tabak oder einen Tabak zu probieren und dann dazustehen und ja, wo kriegen jetzt her? So und. Auch in der Zeit von Internet, Telefon oder ähnliches. Ich meine, viele versenden ja auch die Tabake. Aber ich habe momentan so viel Sorten im Anbruch und ja, soll sich Alex drüber freuen und ich denke mal, da ist es auch an der richtigen Adresse. So, was packe ich jetzt noch mit rein? Da nach mir jetzt das Paket direkt zum Alex geht, kann ich da ja wirklich schon relativ gezielt Sachen hineintun, die wirklich auf seinen Geschmack zugeschnitten sind. Da ist zum einen von HU Tabaco der Sunset. Der dürfte ihm sehr munden. Ja. Davon gehe ich mal aus. Dann auch wiederum von HU Tabaco der Haymaker. Das dürfte auch so seine Kragenweite sein. Das ist ein recht milder Virginia. Also der ist, kann ich persönlich nur empfehlen. Dann einer meiner Lieblingstabake. Ich hatte mich, glaube ich, mit dem Alex mal drüber unterhalten. Ich weiß es aber nicht hundertprozentig. Ich glaube, er hatte ihn noch gar nicht. Das ist. Über den braucht man gar nichts mehr erzählen. Dann auch von mir schon geraucht. Für sehr gut befunden. Nicht übermäßig stark. Also auch wieder Alex in der Kragenweite. Das ist der Roper's Roundels von DTM. Aus der Bulldog-Reihe. Auch geschlossen, packe ich ihn rein. Die ganzen Dosen, die ich jetzt hier oder alle Tabake, die ich hier zeige, die sind ungeöffnet zu und ja, warten einfach auf ihre Bestimmung. Und dann von Torben Dansk Nummer 15 der Sailor's Lake.
den eine Mellow Virginia Flake. Das, also der ist auch sehr lecker. Dürfte ihm also auch munden. Und dann auch noch von DTM auch ein neuer Tabak. In letzter Zeit wurde ja bei Google Plus auch schon einiges darüber erzählt. Aber ich denke mal, der Alex dürfte mit diesem Tabak auch sehr gut klarkommen. Das ist der Salty Dogs Plug, der meiner Meinung nach auch recht lecker ist. Also ich mag ihn und er ist auch nicht übermäßig stark. Also Alex, das sind alles Tabake, die deinem Stärkeempfinden entgegenkommen. Und ich hoffe, du erfreust dich dran. Und ich werde die Eaglebox morgen rausschicken, so dass sie dann, also ich denke mal, was ist morgen Donnerstag, also spätestens Montag müsste sie dann bei dir sein. Oder heute ist Donnerstag, ja, ist ja schon morgens, also heute ist Donnerstag, ich schicke sie dann nachher raus und dann dürfte dieses Paket Samstag oder spätestens Montag dann bei dir sein. Und ich wünsche dir viel Spaß dazu. Ein paar Zeilen schreibe ich auch noch in mein Buch rein. Klar, logisch. Und ja, ich kann dir einfach nur wünschen, genieße die knapp 8, 9 Kilo, die da auf dich zukommen. Und du wirst eine Menge zu sortieren haben, du wirst eine Menge zum Probieren haben. Und ich bin überzeugt davon, dass da so einiges dabei ist, was dich wahrscheinlich doch sehr erfreuen wird. Eine Kleinigkeit ist noch, ich packe dir noch eine kleine Überraschung mit rein. Ich sage dir jetzt nicht, was es ist, dann wäre es ja keine Überraschung mehr. Und hoffe, dass dir das gefallen wird. Ich kann dir nur eins sagen, es hat was mit Adler zu tun. Und ich denke mal, von daher wird es auch so ein klein wenig dein Interesse wecken. Ja, das war es eigentlich schon von mir. Ich wollte es jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich wollte jetzt auch nicht alle Tabake hier ausbreiten und filmen oder ähnliches. Weil, ja, das ist einfach allzu viel mittlerweile. Also dann wäre das ein Halbstunden-Stunden-Video oder so. Ich kann nur eins sagen, die Kiste ist wirklich bis oben hin voll und kann nur sagen, der Alex kann sich da jetzt auf einiges gefasst machen. Alles klar, das war's von mir aus dann auch von der Seite schon. Ich wünsche allen noch eine geruhsame Restwoche oder eine angenehme Restwoche und dir, Alex, viel Spaß bei den Tabaken, viel Spaß beim Stöbern, viel Spaß beim Probieren und nochmal ein ganz, ganz großes Danke von mir für diese Aktion. Alles klar, ciao.